Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Payback. Wir machen uns gleich an die nächste Mission. Und zwar der Boss. Los geht's. Noch 600 Meter, sind wir gleich da, wunderbar. Da kann es auch schon losgehen. Das war etwas zu viel des Guten. Los geht's. Ramirez hat seine Tarnung aufgegeben, damit du auf eine Liste kommst. Jetzt zahlt sich das aus. Sekunde, ich kenne nicht mal deinen Namen. Nenn mich den Broker. Jetzt bin ich echt schlauer. Übernimm noch einen Job und entscheide dann, ob du mir traust. Falls du überlebst. In deinem Handschuhfach ist eine Verkleidung. Zieh sie an, bevor du am Ziel bist. Was? Darauf fallen die doch niemals rein. Komm schon. Ramirez hat dir eine wasserdichte Identität verschafft. Die Leute sehen nur, was sie sehen wollen, Miller. Vertrau mir. Natürlich. Bist du die neue Fahrerin? Wo steckst du? Ich bin fast da. Hör zu, was du auch tust. Bleib ruhig und fahr vernünftig. Kriegst du das hin? Klar doch. Kein Problem. Ruhig und vernünftig fahren. Ach ja. Immer doch. Oh, so was. Naja, probieren wir es mal. Nicht dein Ernst. Navarro. Ja, der Wagen ist da. Du da, ich hab's eilig. Also gib Gas. Welchen willst du dir zuerst vorknüpfen? Mir egal. Okay, da können wir direkt hin. Da auch, von da dann darüber. Fahr einfach. Kennen wir uns? Nein, nicht, dass ich wüsste. Kannst du den Mund halten? Gut. Ach Mist, hier läuft deine Zeit ab. Oh. Ich hoffe, das ist alles. Ihr schuldet mir noch was vom letzten Mal. So, jetzt der da. Okay, weiter. Navarro. Gibt's Neues zu morgen? Kümmern Sie sich um die Casinos. Ich übernehme die Straßen. Ich kümmere mich um das, was nötig ist. Und Sie geben mir keine Befehle. Natürlich. Verzeihung, Sir. Ich sorge dafür, dass die Straßen... Desert Contact. Sie wird wissen, was das heißt. So, das wird da. Gut, weiter. Alle wurden bezahlt. Wie läuft's bei euch? Die Sache ist geklärt. Wir können loslegen. Gut, erledigt es. Alles klar.
mich zu sehr auf die Autos konzentriere, verpasse ich jede Abfahrt. Wahnsinn, ey. So, jetzt. Warum vergeudest du meine Zeit? Gib Gas! Ja. Mann, bleib flach. Bin doch schon da. Gib den Befehl. Skyhammer ist bereit. So, und das letzte. What? Du Schande, da komme ich noch nie rechtzeitig an. Noch ein Stopp. Fahr los. 17 Sekunden, das schaffe ich nicht. Schau auf die Straße. Wie soll ich denn das schaffen? Na super. Ich hab nicht ewig Zeit. Drück aufs Gas. Ja, da kannst du schon vergessen. Im Ernst jetzt? Hey, die Nebenwette habe ich doch gewonnen gehabt. Ich hätte ja gewinnen müssen. Also, dann nochmal. Lassen wir den Autos machen wir so nebenbei. Konzentrieren wir uns mal jetzt voll und ganz nur aufs Geschehen. Dann sollte das zeitlich auch machbar sein. Navarro. Ja, der Wagen ist da. Du da, ich hab's eilig. Also gib Gas. So. Diesmal fahren wir. Genau so fahren wir diesmal. Dann können wir da zurück. Welchen willst du dir zuerst verknüpfen? Mir egal. Fahr einfach. So, oder? Kennen wir uns? Nein, nicht, dass ich wüsste. Kannst du den Mund halten? Gut. Desert Contact. Sie wird wissen, was das heißt. Okay, weiter. Alle wurden bezahlt. Wie läuft's bei euch? Die Sache ist geklärt. Wir können loslegen. Gut, erledigt es. Alles klar. Dieses Jahr gibt's früher Weihnachtsgeld, Officer. Ihr Boss wartet schon darauf. Gut, weiter. Unsere Donut-Jungs haben ihr Geld bekommen. Auch wenn Morgan und seine Crew immer noch frei sind. Sie kriegen sie. Nein, nicht ohne Hilfe. Wo stehen wir mit dem Skyhammer? Sind unterwegs. Ich hoffe, das ist alles. Ihr schuldet mir noch was vom letzten Mal. Noch ein Stopp. Fahr los. Navarro. Gibt's Neues zum Morgen? Kümmern Sie sich um die Casinos. Ich übernehme die Straße. Ich kümmere mich um das, was nötig ist. Und Sie geben mir keine Befehle. Natürlich. Geh doch. Gib den Befehl. Skyhammer ist bereit. Sehr schön. Das waren alle. Und hey, gute Zeit. Machen wir rechts. Zum Zielpunkt. Alles klar.
Ein letztes Ziel noch, dann hast du frei. Hey, diese Fahrerin. Wo war sie nochmal her? Weiß ich nicht. Warum? Kenn ich sie? Ist sie ein Street Racer? Ich glaube nicht. Sie ist ein Profi. Tja, sie ist schnell und schweigsam. Das gibt's selten. Das stimmt allerdings. Behalt sie auf der Liste. Gut gefahren. Wir sehen uns wieder. Ja, das werden wir. Quest 3 abgeschlossen. Neue Wagen. Mercedes AMG A45. Audi S5. Und BMW M2. Noch ein BMW. Ein M3 E46. Oldschool, Baby. Frackhinweis haben wir 9. Jungs, Navarra hat irgendwas vor. Was du nicht sagst. Ich weiß nicht genau was, aber die Cops stecken mit drin. Und sie hat etwas namens Skyhammer erwähnt. Wie viele Strippen zieht diese Frau eigentlich? Ist doch egal, uns hält sie nicht auf. Wie hast du das überhaupt rausgefunden? Ich hab sie gefahren, als sie ihre Helfer geschmiert hat. Ihr wisst schon, Mädchenkram. Du hast was? Halt, einfach die Augen offen, okay? Wir reden später. Warte mal, hier. Miller? Gut, dass ich dich erreiche. Ich brauche deine Hilfe. Jimmy? Jetzt ist echt kein guter Zeitpunkt. Außerdem kannst du dir mich nicht leisten. Bitte, es geht um Leben und Tod. Na schön, schick mir die Position. Deinetwegen werde ich noch weich, Ty. Sind wir da schon gefahren, Downtown Duel? Das ist jetzt die Frage, ne? Zeitfahren. Eigentlich müssten wir alle schon... was nicht irgendwie hier hüpft, so wie das... erledigt haben. Jetzt fahren wir erstmal zu dem Wrack. Ui. Das war ein bisschen zu viel des Guten. Okay, das mit dem Drift hat auch nicht so gut geklappt. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wie kommen wir denn darüber? Fahre ich hier auch richtig? Ja. Na, das war gerade ein bisschen unscharf. Bis hier vor und dann rechts. Geben wir mal ein bisschen Stoff hier. Ah, das Flugzeug, das fliegt echt komisch, ey. Lang. Wobei, nee. Zurück. Sinnvoller wird es wahrscheinlich sein, hier durch die Baustelle zu fahren. Aber hör auf. Was war denn jetzt da so extrem? Ja, also viel hat es jetzt nicht abbekommen. Ne? Also gut. Irgendwo hier. Ich sollte mal nachsehen, ob hier irgendwo ein brauchbares Teil rumliegt. Da haben wir es doch schon. Oh, schicker Oldtimer. Das stammt von einem 55er Bel Air. Die Jungs werden es lieben. Das glaube ich auch. So. Jetzt haben wir das. Stammkunde.
Jimmy steckt wieder in Schwierigkeiten. Okay. Wir brauchen einen anderen Wagen. Racer. Na dann. Muss ich jetzt drei Wägen auswählen oder was? Also wieder unser guter Tyler. Jess? Ty? Was macht ihr denn hier? Ich hab nach Jimmy gesehen, einem alten Kunden von mir. Und La Katrina wollte eine Revanche. Ich wurde von League 73 kontaktiert. Eine Falle. Navarro. Yay! Ich hätte zu einem Zielpunkt fahren müssen. Ich dachte, ich soll einfach abhauen. Ja, super. Also nochmal. Ich dachte, ich soll irgendwo hinfahren. Mir schon mal sagen. Wir haben auf uns gewartet. Das kriegen wir hin. Ihr wisst, wie es läuft. Aufteilen und siegen. Ei, ei. Verstanden. Mac, was geht da vor? Moment. Okay, alles klar. Der Polizeiheli hatte mich im Visier und ich habe kurz die Kontrolle über mein Auto verloren. Alles gut? Ja, unter einer Überführung hat es aufgehört. Drei Nacht. Leute, was auch immer Mac da erwischt hat, kam aus dem Heli. Haltet euch von ihm fern. Die sehe ich nicht wieder. Verdammt! Jess? Sorry, alles okay. Da war nur gerade eine Barrikade. Das war knapp. Er sieht man zentrale, aber eines der Zielfahrzeuge im Visier. Ich ziehe das Geiger an. Verdammt! Der Heli ist an mir dran und stört meinen Wagen. Ich muss aus dem Scheinwerferlicht raus. Fahr zu dem Kreisel bei der Baustelle. Wir treffen uns da. Richtung auf der Carson Street. Beeil dich, Ty, der Heli wird dich lahmlegen. Ach, komm schon, komm schon. Du musst zur Baustelle, okay? Ich bin soweit, ne? Funktioniert. Wenn sie die Fäden zieht, wird sie ja, noch ja, richtig ja, ja, ungemütlich. Ja, ja, ja. Oh. Wir kommen jetzt da hoch. Jetzt wechselt das Zielfahrzeug. Ah, ja. Er ist an mir dran. Was soll ich machen? Am Ende des Kanals ist eine Überführung. Wir treffen uns da. Alles klar, Schwester. Die Person hat mich gerade gerammt. Wagen gerammt. So kann das nicht weitergehen. Ich muss zu Jess. Wirkung gezeigt. Zielpersonen
Person versucht uns auf. Mehr habt ihr nicht drauf. Bin fast. Alter, das gibt's doch nicht. Na gut. Den nächsten Versuch gibt's in der nächsten Folge. Bis dahin.